Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich dachte, heute zeige ich dir halt einfach mal meine gesamten riesigen Pflanzen. Das heißt, wie immer, hol dir was zu trinken, mach dir was zu essen und viel Spaß beim Video. Wir fangen auch direkt mit meiner kleinsten Pflanze an, dem Philodendron Green Beauty. Ich glaube, das war so mit einer meiner ersten Pflanzen, die ich mir gekauft habe. Das ist auch so eine typische Bauhauspflanze. Ich habe die auch aus dem Bauhaus. Die war schon vorher auf Semi-Hydro. Total extrem viele Wurzeln in dem kleinen Topf. Das heißt, die muss doch unbedingt umgetopft werden. Dieser kleine, das war so ein richtig großer Topf. Da war schon der Ablassnippel von dem Wasser kaputt. Das heißt, das Erste, was ich erstmal gemacht habe, war: Oh mein Gott, woher kriege ich jetzt so einen großen Topf her? Ne? Das heißt, wie groß ist die Pflanze? Wenn ich mich jetzt mal gerade hinstelle, dann ich bin circa 1,80, dann geht mir die Pflanze irgendwie geführt, also dieses Blatt da hinten geht mir ungefähr bis zur Schulter. Wir stehen jetzt auf einer Höhe. Schon nicht schlecht, ne? Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen dran wackeln. Das ist halt alles Pflanze. Sie nimmt auch sehr viel Platz ein. Das heißt, sie zahlt keinen Unterhalt, noch nicht, sondern sie lässt mich in der Wohnung wohnen. Das finde ich jetzt persönlich sehr nett von ihr. Ne? Also hier unten, gerade hier unten, wird es ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ganz unten, ne? Guck mal, da wird es ein bisschen traurig aktuell. Das war so meine Schuld. Denn ich vermute sehr, sehr stark, dass diese, also sie kriegt keinen größeren Topf. Es gibt dann, ich finde aktuell auch keinen größeren Topf. Von daher musst du jetzt so lange in diesem Topf ausharren, bis irgendwas, bis es irgendwie nicht mehr geht. Genau, also ich vermute, dass die Pflanze so viele Wurzeln unten drunter hat, denn diese Luftwurzeln, die kommen inzwischen teilweise halt auch schon aus dem Topf raus. Ja, ich gucke da so ganz bestimmt so eine Wurzel an, die da schon aus dem Topf rausguckt. Egal, dass die Pflanze da unten so viele Wurzeln hat, dass die schon in den Wasserstandsanzeiger reingewachsen sind. Ne? Das heißt, der Anzeiger geht nicht mehr komplett bis auf ganz null, sondern irgendwie immer noch so ein: Du brauchst noch nicht, da ist noch was drin, kannst du morgen machen, Schluck drin. Ja? Kennt ihr vielleicht? kennt ihr vielleicht? Und das habe ich halt ein paar Tage gemacht, dann habe ich es vergessen und dann war da höchstwahrscheinlich kein Wasser mehr drin. Doof. Ne? Also gerade so, also die Blätter nach oben hin werden, glaube ich, auch irgendwie immer kleiner, natürlich, weil die Pflanze halt auch keinen nassen Rankstab hat, wo sie halt wirklich in den Rankstab reinwurzeln kann. Ich weiß, Fun Fact, dass es die Pflanze halt auch zum Beispiel auch in variegiert gibt. Stellt euch jetzt mal dieses Riesending vor, ja, mit solch großen Blättern, oder hier seht ihr das besser, ne? Mit solch großen Blättern, also hier ist meine Hand, in variegiert. Oh. Aber nein, du bleibst mein Schatz und du bleibst immer an diesem Platz stehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich dich nie wieder von der Stelle wegbewegen kann. Okay, Pflanze Nummer 1. Pflanze Nummer 2, was habe ich ja noch? Genau, die eine Pflanze, die hatte ich mir aus der letzten Aquadennera-Auktion gekauft. Eine Pflanze, dessen Namen ich mir nie merken werde. Deswegen werde ich ihn dir auch ganz bestimmt ganz professionell in irgendeiner Seite einblenden. Ist diese hier. Upp, nicht alles nass machen. Cool. Das war diese hier. Hand als Vergleich. Ich habe jetzt keine Banane bei. Jetzt tropft es mir alles auf den Fuß. Okay, Fußboden ist besser als Fuß. Das ist diese Pflanze hier. Die Blätter sind gerade aktuell, wachsen gerade so ein bisschen in alle Richtungen. Das weiß ich, weil ich die Pflanze gerade umstelle, auf Semi-Hydro umstelle und deswegen lehnt sie gerade aktuell so ein bisschen in den Topf. Und deswegen hat sich das neueste Blatt auch so ein bisschen
Noch so ein bisschen ist das ein bisschen schief ausgehärtet. Das weiß ich, das kann ich jetzt auch nicht verhindern. Das hier ist der Stamm. Hier kriegt es auch, glaube ich, ein neues Blatt. Das sind die Wurzeln. Die Wurzeln sind okay. Also von den zwei großen Pflanzen hat die Pflanze so mit einer der schlechtesten Wurzeln gehabt. Aber der Stamm, der sieht noch sehr gut aus. Hier kriegt es halt auch überall an den weißen Stellen schon so ein bisschen Kallus. Das ist so eine Vorstufe von Wurzeln, muss aber nicht unbedingt Wurzel werden, das kann auch wieder absterben. Aber ich versuche halt so, eigentlich wollte ich den Stamm bis hierhin in Wasser tunken. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, ins Bauhaus zu fahren, um einen größeren Topf zu kaufen. Deswegen liegt er aktuell so, weil ich will so viel Stamm im Wasser haben, damit es so schnell wie möglich mehr Wurzeln kriegt. Und das war jetzt aktuell der Stand. Aber deswegen wächst das hier irgendwie alles so kryptisch komisch. Weil das ein bisschen halb im Wasser, halb nicht, aber nicht schlecht, ne? Okay, stellen wir dich wieder zurück. Gut, aufräumen muss ich hinterher sowieso nochmal. Jetzt habe ich eine Alokasie, meine einzige Alokasie, die ich überhaupt habe. Und zwar. Da ist sie. Kann ich jetzt hier irgendwie auf irgendwas meine Hand drauf halten, damit ihr so ungefähr sehen könnt, wie groß die Pflanze ist? Da. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zählen mit Benny. Sie hat 6 Blätter. So sieht sie halt aus. Sie sieht ein bisschen, sie braucht definitiv mehr Licht, das weiß ich. Weil sie ist jetzt halt von den Pflanzen, die hier stehen, so mit einer der kleinsten Pflanzen. Und deswegen leidet sie so ein bisschen an Lichtmangel. Das kann ich jetzt nicht verhindern. Ich arbeite dran, deswegen werden diese Blätter halt auch so unglaublich lang, ne? Weil die Lampen auch so sehr hoch stehen. Weil entweder verbrennen wir die größten Pflanzen oder genau. Was mir halt auch unbedingt halt aufgefallen ist, ach genau, der Stamm oder das Rhizom ist halt wirklich so groß wie der Topf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Pflanze irgendwann mal, als ich sie eingetopft habe, ganz nach unten gepflanzt habe. Das heißt irgendwo hier. Und hier ist das Ding jetzt. Und ein kleines Baby. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass mir jetzt hier effektiv was aus der Erde wächst. Ich bin so stolz auf dich. Und das hier ist der Stamm. Genau, warum die Pflanze jetzt so sehr einseitig wächst, also so sehr, ne, das weiß ich nicht. Ob ich die halt irgendwie immer irgendwie drehe, aber ich lasse die Pflanze halt eigentlich immer stehen. Genau, das ist meine einzige Alocasia Venti oder Vani, habe ich schon mal gesagt, kann mir den Namen nicht merken. Also ich sowieso nicht. Die stehen hier in so einem, was ist das, 12,5 Liter Eimer. Genau, das müsste irgendwas mit 12 oder 12,5 Liter sein. Sehe ich jetzt gerade nicht. Genau, mein einziges Alokasia. Ich habe halt mal testweise ein kleines Baby davon in einen kleinen Semi-Hydro-Topf mit Blähton getopft und die kommt. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich meine einzigste Alokasia werden, die bei mir in Semi-Hydro funktioniert. Naja, wollen wir es mal nicht übertreiben. Wer braucht schon mehrere Alokasia, wenn man eine große haben kann, weißt du? Okay, stellen wir dich wieder hin. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich jetzt mit der Reihenfolge vorgehe, denn hier steht noch sehr viel, was ihr gerade aktuell nicht seht. Und hier ist die Wand. Kriegen wir hin. Okay, und dann haben wir noch eine Anthurium Regale X Crystallinum. Das ist die hier. Auch ein sehr schönes Exemplar. Wenn die Blätter nicht so weit weg wären, dann könnte ich jetzt da auch immer noch meine Hand drauflegen. Warte mal. Da ist meine Hand, damit ihr so ungefähr sehen könnt. Also alles, was sehr nah an der Kamera ist, wird ja sowieso irgendwie immer größer. Aber genau, habe ich mir, glaube ich, auch irgendwann mal von Aqua General gekauft. Also gefühlt wie fast alles hier. Die Anthurien nicht. Den riesigen Philodendron habe ich aus dem Bauhaus. Ich glaube, der komplette andere Rest, bis auf die Thai Constellation, habe ich alle von
Alle von Equagenera. Genau. Puh, ich merke gerade, es ist echt anstrengend. Genau, das gute Stück hat drei Blätter. Die anderen Blätter sehen so ein bisschen angeknuspert aus. Die habe ich halt auch so ein bisschen im Blick, weil ich nicht so genau weiß, warum. Aber gut, das letzte Blatt, das ist das älteste, das darf. Das davor weiß ich nicht. Aber zumindest das neueste Blatt sieht noch bis auf diese eine kleine Delle da unten ganz gut aus. Aber oh, wie schön diese Pflanze, wie schön dieses Blatt aussieht, ne? Wenn jetzt da noch dieses kleine Hasenohr da sich gerade ausrollen würde. Genau. Die Pflanze steht auch in einem 12,5 Liter Eimer. Puh. Und genau, habe ich so ein bisschen, wir können auch mal uns die Wurzeln angucken, wenn wir schon mal dabei sind. Können wir gleich ein bisschen Sport machen, wenn ich die Pflanze, wenn die ist schwach, aus dem Topf kriege. Oh, das sieht nicht gut aus. So. Das sieht okay aus. Ich muss halt auch noch mal so ein bisschen nachmessen, was das Wasser und Co. angeht. Ich habe da so ein bisschen Verdacht, dass ich so ein bisschen vielleicht einmal zu viel Dünger reingemacht habe. Gucken wir mal. Ne? Alocasia ventii. Anthurium ventii, sorry. Einer meiner Lieblingspflanzen. Das hier ist das neueste Blatt. Wenn ich jetzt weiter zurückgehe, dann muss ich mich auch nicht hinknien. Das hier ist das neueste Blatt. Hand als Vergleich. Hand als Vergleich. Das neueste Blatt sieht ganz gut aus. Ich bin mir nicht sicher, warum die anderen Blätter halt immer so einen weißen Rand kriegen. Seht ihr das hier? Das hier zum Beispiel, ne, das hat hier überall, gerade hier am Rand, so gelbe Stellen. Da bin ich mir nicht so genau sicher, warum. Ist aber auch einer, wieder einmal, wie immer einer der ältesten Blätter. Eine sehr schöne Pflanze, hatte ich richtig Glück gehabt. Bei Equagenera sehe ich da einen Trips. Warte. Nee. Okay, eine kleine Stelle. Hatte ich halt auch richtig Glück gehabt, dass sich die Pflanze so gut entwickelt hat, vor allem, dass ich sie halt auch semi-hydro umgestellt gekriegt habe. Pflanze von hinten, Pflanze von unten, auch wieder 12,5 Liter Eimer. Aber ich fange jetzt nicht an, alle Pflanzen aus dem Topf zu holen. Das wird echt anstrengend. Aber das sieht halt echt schon beeindruckend aus. Ich würde halt gerne gegen Ende des Jahres, wenn ich den Raum versuche, so ein bisschen zu erweitern, gucken, ob ich vielleicht eine so eine Stehlampe hinkriege. Habt ihr vielleicht auch gesehen bei irgendwelchen anderen Leuten, dass die da vielleicht so eine Stehlampe haben, ne? Weil die Pflanze braucht halt unbedingt Licht von vorne und wenn kriegt sie halt aktuell nicht. Deswegen sieht sie halt auch so ein bisschen, deswegen wächst sie oben halt auch so ein bisschen so. Ich würde ihr wirklich gerne mehr Licht geben. Habe ich vor. Weiß ich. Das ist Anthurium Veggie-Eye. Jetzt habe ich wieder den Namen. Ich bin echt nicht gut mit Namen, merkt ihr, ne? Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich euch den Namen sowieso noch nenne, wenn ich ihn sowieso ganz professionell einblende. Jetzt muss ich ein bisschen weiter weggehen, damit wir mehr Platz haben. Also, riesige Pflanze Nummer 2. Also auch einer mit meiner größten Pflanzen. Das ist die. Hier hinten, vorsichtshalber mal kurz auf den Schniepel gucken, Insigne Gigante. Das ist dieses kleine Monstrum hier. Oh, jetzt muss ich dich doch hochheben, weil sonst seht ihr das nicht. Ach du Scheiße, das sind 25 Liter. Na gut. Okay. Warte, kurz auf dem Knie abstellen. Das ist diese Pflanze hier. Und wenn ich dich ganz nach hinten stelle. Ja, okay. Das ist dieses kleine Monstrum hier. Genau,
Genau. Ich glaube, habe ich mir aus dem vorletzten, oder ich habe ja insgesamt jetzt 3 Videos von Equagenera Europa gemacht und das dürfte das zweite gewesen sein. Da habe ich mir diese Pflanze hier gekauft, musste ich halt einfach nehmen, denn es war halt auch im Shop oder zumindest hat mir diese Blattform so unglaublich gut gefallen. Das ist ein sehr altes Blatt, deswegen hat das hier so ein paar gelbe Stellen. Das ist halt ausgerechnet noch das neueste Blatt. Ich habe halt ausgerechnet, im Vergleich zu dem zweitältesten Blatt wächst das Blatt im Schnitt 6 cm. Ich hoffe nicht, dass du sehr schnell sehr viele Blätter kriegst, weil ansonsten, also rein von der Blattgröße her, ist glaube ich das hier mit Abstand das größte, weil so groß von dem Philodendron sind die Blätter nicht. Ah, von der Veggie-Eye, die könnten eventuell ein bisschen länger sein. Naja, das hier ist das Blatt. Also meine Hand als Vergleich. Da ist meine Hand. Das Blatt ist halt wirklich schon extrem riesig. Vor allen Dingen, ich habe die durch Zufall, ja. Ich habe jetzt hier einen sehr langen Flur und ich stelle das Blatt ausgerechnet so hin, ja, dass wenn ich irgendwie an die Tür muss oder durch Zufall die Tür öffne oder die Eingangstür öffne, dann sieht halt jeder, dieses riesige Blatt habe ich vielleicht aus Zufall gemacht, ja. Okay, ich zeige euch jetzt mal vielleicht die Pflanze nochmal in der Nahaufnahme, denn ich habe nämlich hier, was mir gerade jetzt erst auffällt, hier kommen nämlich 2 Blätter raus. Also entweder ist eins ein Blütenstamm, was ich nicht glaube, aber das muss ich euch unbedingt zeigen. 25 Liter, habt Verständnis mit mir, Benny ist schwach. Okay, also, das hier ist die Pflanze, das ist das Blatt in groß. Jetzt sehe ich euch nicht. Da, doch, da, jetzt. Das hier ist das Blatt in groß. Die Pflanze hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter. Das hier ist, glaube ich, auch noch ein altes Blatt. Das kriegt ja so langsam gelbe Stellen. Kann ich auch gewesen sein. Aber das ist auch das einzigste Blatt. Hier ist noch ein großes. Auf den Bauch abstellen. Ah, so ist gut. Guck mal. Hier vorne ist ja so ein langer Stängel, das ist ein Blatt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ganz unten, da, da, da. Ich habe gerade keine Hand frei. Da. Hier. Ich weiß nicht, was das ist. Das dürfte eigentlich auch ein Blatt sein. Ja, da bin ich mir nicht so genau sicher, was das ist. Das sieht mir so nach Blatt aus, aber Ableger? Fragezeichen? Da bin ich mir nicht so genau sicher. Ich stelle jetzt ab, es wird sehr schwer. Warte. Aber das ist halt echt schon. Echt schon verdammt beeindruckend. Okay, das ist die Pflanze. Jetzt muss ich euch so hinstellen. Warte. Ja, so ist gut. So ist gut, jetzt komme ich auch noch an alle Pflanzen ran. Also jetzt, ich habe insgesamt 3 Thai-Constellation, 2 davon haben schlechte Wurzeln. Kurz atmen. Okay. Also die Pflanze hatte ich ja von Equagenera, habe ich schon gesagt. Habe ich ungefähr 100, 150 € für bezahlt, glaube ich. Aber genau seht ihr das, glaube ich, in dem Video, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ach so, apropos Equagenera oder wegfahren. Ich bin am Überlegen, ob ich am 19.10., das ist ein Samstag, auf die Pflanzenmesse in Ulm gehen soll. Wäre für mich ein bisschen länger, ein längerer Trip. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eventuell sehen wollt. Ich persönlich, also in der die Mai-Botanica in Ulm ist das, glaube ich. Da bin ich mir unsicher, ob ich dahin fahren, fliegen oder ob ich dahin gehen soll und für euch ein Video machen soll. Weil ich persönlich war da auch noch nie. Also weder in Ulm noch auf der Pflanzenmesse in Ulm. Von daher schreibt das doch einfach gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder sehen würdet. Denn mache ich mich auf die Suche oder auf die Achse. Ich sehe dann dazu, dass ich für euch ein paar nette Videos mache oder wie ein Video machen kann. Genau, also ähnlich wie das letzte, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, rein von der Dynamik her. Das ist halt eigentlich so aus der Not entstanden, dass ich halt eigentlich immer, ich hatte ja einen Laptop vorher oder vor mir, den habt ihr nicht gesehen und ich habe dann eigentlich währenddessen mir das Video nochmal angeguckt oder mit euch angeguckt sozusagen
Und konnte dann da halt währenddessen so ein bisschen quatschen und habe die Videos einfach nur die Abschnitte drüber gelegt. Oder die habt ihr dann halt gesehen. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil dann ist das nicht so monoton durchlaufen, sondern war halt mal was anderes. Fand ich eigentlich ganz cool, oder? Thai Constellation Nummer 1. Ich bin so ein bisschen unglücklich mit den Thai Constellation. Ich erzähle euch jetzt vorher was, bevor ich jetzt diese 25 Liter Eimer hebe. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Ich bin schwach geworden. Thai Constellation Nummer 1, genau. Also, Thai Constellation Nummer 1, das ist die hier. Das dürfte die mit den etwas mit den kaputten Wurzeln sein. Ich glaube, das war auch genau die hier, wenn ich mir so die Blätter angucke, da habe ich halt einmal vergessen, den Topf richtig zuzumachen. Da ist mir dann, das könnte auch die andere gewesen sein, da ist mir dann halt sehr viel von der Pflanze eingegangen, weil mir die ganzen Wurzeln flöten gegangen sind. Okay, jetzt zeige ich euch noch den Stamm. Guck mal, das hier ist der Stamm. Nicht schlecht, ne? Wir könnten uns ja mal die Wurzeln angucken, dann seht ihr das mal. Aber wie gesagt, zwei davon haben halt richtig schlechte Wurzeln. Von der erwartet jetzt da nicht. Erwartet jetzt da nicht so viel. Also der Trommelwirbel. Neues Blatt kriegt sie auch, sehe ich gerade. Oder das ist schon das Neueste. Schauen wir mal. Okay, das ist die mit den schlechtesten Wurzeln, weil da unten guckt noch nichts raus. Ah, geht eigentlich, da kommt was. Geht. Aber immerhin kriegt sie schon mal coole Wurzeln. Genau. Puh. Thai Constellation Nummer 1. Thai Constellation Nummer 2. Eine etwas kleinere, also im Vergleich ist das mit einer der kleinsten. Genau, die ihr halt eben gerade gesehen habt, war die mittlere Größe. Jetzt kommt was Kleines. Ich zeige es euch einfach mal gleich so. Thai Constellation Nummer 2. Genau, also hier das eine Blatt ist halt komplett, habe ich halt komplett abgeschnitten. Da seht ihr gerade das hier. Weil das war halt fast komplett weiß. Genau, wunderschön. Na, rein vom Stamm her, ein bisschen was Kleineres. Rein von den Wurzeln her. Besser. Ich glaube, ich habe ja mal dieses Rhizotonik, Rhizotonik ausprobiert. Und das scheint zumindest den Pflanzen ganz gut zu gehen. Puh. Deswegen bin ich da sehr erfreut, dass die Pflanzen gute Wurzeln kriegen. Muss ich kurz hier einmal meinen Lappen drauflegen, weil ansonsten hat Benny richtig klatschnasse Füße. Okay. Atmen. Thai Constellation Nummer 3. Das ist jetzt die größte. Das dürfte auch die Pflanze sein mit den besten Wurzeln. Das ist die hier, oder? Und zwar, die hatte ich mir alle drei vom Holländer am Olympiastadion gekauft. Und zwar für, weiß ich gar nicht mehr, 200, 300 € oder so. Das ist schon ein bisschen länger her, deswegen ist die Pflanze auch, war die Pflanze auch noch relativ teuer. Da musste ich halt unbedingt nehmen, denn ich wollte diese Pflanze halt unbedingt haben und da waren halt drei in einem Topf drin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme die halt unbedingt. Musste ich mir halt einfach kaufen, das ist meine absolute Lieblingspflanze. Und ich wollte halt auch nochmal versuchen, eine andere Art zu kriegen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich mir davon holen werde. Aber auf meiner Wunschliste steht es, nochmal eine andere Art zu kriegen. Vielleicht nicht so groß. Vielleicht fangen wir erstmal ein bisschen kleiner an. Was ich mir halt auch noch überlegt habe, ich wollte unbedingt mir halt auch noch ein paar exotischere Bäume kaufen. Das heißt sowas wie, na, was habe ich, was wollte ich?
Genau, zwei Bäume. Ich blende dir bestimmt den Namen ein. Habe ich jetzt vergessen, habe ich eben gerade geguckt, aber die Bäume waren nicht verfügbar. Also Bäume, ne? Das heißt ungefähr so die Größe, würde ich glaube 30 bis 50 Zentimeter. Versuchen sie auf Semi-Hydro umzustellen. Und dann wollte ich schon immer mal haben, habe ich bei Detlef Römisch gesehen, der hat diesen Baum halt auch. Oder ich weiß nicht, ob er auch beide hat. Wollte ich unbedingt haben, weil dieser Baum gefällt mir so wahnsinnig cool. Wo er halt auch seine Schrimps mitfüttert. Ne? Also die Blätter kann man dann halt hinterher auch an die Pflanzen oder an seine Fische verfüttern. Und da fand ich diesen Baum so übertrieben schön. Deswegen bin ich halt am Überlegen, ob ich mir diesen Baum kaufe. War aber nicht erreichbar oder nicht mehr verfügbar. Von daher hab ich im Kopf, wollte man halt davon. Nee, Namen jetzt nicht einblenden. Okay, also Pflanze Nummer 3. Das ist die hier. auch wieder in einem wunderschönen 25-Liter-Eimer, wie alles, was so eine gewisse Größe bei mir erreicht hat. Das hier ist die Pflanze. Ne? Genau hier. Ich habe die Pflanze, glaube ich, ich glaube jetzt so langsam kommt, so dass die Pflanze so wirklich so ein bisschen besser an den Rangstab wächst. Vorher hier unten ist es so ein bisschen weg davon gewachsen. Aber genau, das ist die Pflanze. Gucken wir uns auch hier mal die Wurzeln an. Puh. Ich hoffe, ich hatte jetzt recht und das dürfte jetzt die Pflanze mit den besten Wurzeln sein. Ja, ich sehe es nicht. Genau, da unten geht, ne? Genau. Musste ich auch mal wieder ganz dringend das Wasser wechseln. Genau, packen wir es noch richtig schön wieder zusammen. Thai Constellation Nummer 3. Jetzt habe ich nur noch eine einzige Pflanze für euch. Und zwar, das war die Pflanze. Kurz ein bisschen Platz machen. Die habe ich mir aus der Live-Auktion gekauft. Könnt ihr halt auch, blende ich halt auch euch bestimmt auch das Video an. Fand ich wirklich eine sehr schöne Auktion. Habe ich auch ein schönes Video von gemacht. Da war der Alex, hieß er, glaube ich, hat auch mit dabei, mit seiner kleinen Tochter. Und einem wirklich schönen Auktionator oder mit einem Herrn, der die Pflanzen so richtig schön vorgestellt hat. Da waren halt auch ein paar lustige Szenen dabei. Wenn ihr mal eine halbe Stunde habt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Fand ich eigentlich sehr schön. Also, puh. Okay. Die Pflanze ist jetzt halt aktuell auch noch so ein bisschen in Semi-Hydro. Oder ich versuche sie gerade an Semi-Hydro zu gewöhnen und zumindest steht sie in einem reinen Leitungswasser. Das hier ist auch das neueste Blatt. Wunderhübsch, oder? Oh, guck dich dieses wunderschöne Blatt an. Vor allem von hinten ist das noch so richtig schön rot. Geil, oder? Genau, das hier ist das hier ist die Pflanze. Ich gehe mal ganz zurück, dann seht ihr die Größe der Pflanze. Genau, das hier ist die ganze Pflanze. Schon, sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Blätter. Mit Benny. Okay, jetzt kommt der. Kann ich die Pflanze irgendwie mit einer Hand? Okay, kann ich. Das hier ist der Stamm. Also, wie ihr hier seht, ist hier halt auch schon so ein bisschen Kallus. Das finde ich halt auch sehr schön. Ich liebe so schlaffe Nudelwurzeln. Egal. Genau, hier kommt halt auch schon ein neues Blatt halt raus. Genau, das hier sind die Wurzeln. Die finde ich eigentlich sehr schön und auch sehr gut. Hier unten geht es dann halt noch ein bisschen weiter. Aber zumindest, dass die Pflanze Kallus kriegt, ist halt schon mal sehr schön, dass sie Wurzeln will. Bis jetzt habe ich halt auch noch kein Blatt verloren. Genau, das hier ist meine letzte größte Pflanze. Und wir sind bei knapp 29 Minuten. Mensch, das ist ja perfektes Timing. Dann packe ich jetzt die Pflanze wieder zurück.
schiebe sie einfach mal zur Seite. Puh, Benni schwitzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht wundern, wenn wegen den Haaren, ich versuche sie mir etwas länger wachsen zu lassen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Deswegen sieht das kacke aus. Ich weiß. Egal. So, jetzt habt ihr in einem Schnelldurchlauf meine ganzen Pflanzen gesehen. Welche Pflanze war denn sozusagen für euch die beste? Oder habt ihr da sozusagen auch so eine Riesenpflanze? Was ist denn sozusagen eure Riesenpflanze? Das würde mich halt auch mal interessieren. Was ihr so bei euch zu Hause stehen habt, da sagt ihr, nee, ich habe nicht den Platz, ich habe eher die kleinere Version davon. Ja, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder um 10 Uhr mit Wuff und Wuff. mit dir und mir. Sorry, der Esel nennt sich immer zuletzt. Egal. Bis gleich. Ciao, ciao.